Hallo Freunde und willkommen. Heute will ich euch zeigen, wie wir mit unserem Smartphone, Android Smartphone, Musik von YouTube hören können, und zwar im Hintergrund, ja, so dass die App nicht die ganze Zeit im Vordergrund laufen muss. Wir können dann eben nebenbei was anderes machen, eine andere App nutzen oder aber den Bildschirm komplett sperren, ja, so dass die Musik weiterläuft. Genau, alles was wir dafür brauchen ist einfach den Google Chrome hier, den Browser, ja, das funktioniert nur bei dem Browser, aber die App funktioniert das leider nicht so. Jedenfalls nicht, dass ich wusste. Die, ja, Google Chrome hier, denke ich, dass sowieso fast jeder, wenn nicht jeder, schon installiert hat. Genau, ich starte jetzt einfach mal den Browser hier und gehe auf YouTube. Ich bin jetzt schon auf YouTube hier, ich mache mal Pause. Genau, wie wir jetzt hier sehen können, sind wir hier auf die mobile Version, ja, Website. Wir müssen jetzt hier, damit es funktioniert, einfach hier auf die Einstellungen, und dann haben wir hier die Option Desktop Website, einfach den Häkchen hier setzen, und schon haben wir jetzt hier die, jetzt kommt hier, ich mache das mal kurz weg hier, die, ja, du bist selbstständig. Desktop Version haben wir hier, ja, ganz normal. Ich mache mal das kurz weg und skippe die Werbung hier. Zack. Und genau, schon, wenn wir jetzt, ich gehe mal jetzt hier raus, ja, jetzt ist jetzt erstmal pausiert, aber wir haben jetzt hier oben, ja, die Buttons hier, wir klicken jetzt auf Play und schon läuft die Musik weiter, ja, ich kann jetzt hier sperren, mein Bildschirm beispielsweise, ich mache das mal, zack. Und die Musik läuft weiter, ich hoffe, das hört man. Ich, genau, wir haben jetzt hier ja die Buttons, jetzt ist, zack, pausiert, wieder Play, obwohl der Bildschirm gesperrt ist, ja. Genau, was vielleicht hier noch zu sagen ist, ganz wichtig ist, ich mache mal kurz Pause, wenn ihr vielleicht hier auf YouTube geht und die Videos dann automatisch über die App geöffnet werden, hier über die App, ja, das müssen wir natürlich ändern, und zwar haben wir hier ganz einfach unter unsere Einstellungen hier und Apps, hier suchen wir unsere YouTube App hier aus, hier einfach drauf tippen hier, und hier irgendwo gibt es, genau, als Standard festgelegt, und genau, also das müssen wir hier, wenn wir hier Standardwerte löschen oder wenn das hier ausgegraut ist, haben wir hier in andere App, einfach draufklicken, und dann, ja, wird es bei euch wahrscheinlich so sein, dass hier über dieser App hier steht, dann werden die Links direkt über die App geöffnet. Wir können hier, ja, auswählen, immer Fragen oder in andere App halt, ja, und das war's auch schon. Genau, und schon können wir dann eben Musik hören mit dem, also von YouTube mit dem gesperrten Bildschirm. Ich dachte mir, dass es für den einen oder anderen hilfreich ist. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen, über ein Like oder ein Abo freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.